Jetzt ist er offiziell meins. Hallo meine Lieben! Was geht ab, Team Harrison? Schön dass ihr wieder dabei seid! Ja, heute mal wieder ein Vlog von uns. Ja, wir sind wieder in unserer gewohnten Umgebung in München. Boah, hier sah es aus, Leute. Wir haben ja heute schon den ganzen Tag ein bisschen rumgeräumt. Aber voll gut, gell? Richtig gut. Also ich bin echt stolz auf uns. Ja, wir haben alle Koffer ausgeräumt. Die Waschmaschine läuft schon zum zweiten Mal. Die Wohnung ist aufgeräumt. Also Dumps up für uns. Ja. Ja, Domi bringt kurz den Müll runter und räumt das Auto aus. Warum, werde ich euch gleich erzählen. Davor muss ich euch noch eine Story erzählen. Ja, wir sind ja gestern mit dem Flieger zurück nach Deutschland. Und wir saßen hinten, also ganz normal Economy, hatten drei Plätze. Und dann ist Mia von meiner Seite rübergelaufen auf Domis Seite. Und dann ist sie bei dem Sitz dazwischen hier so reingerutscht mit ihrem Fuß und dann hat sich die Lehne, weil die kaputt war, von alleine nach oben wieder aufgerichtet, sagt man das so? Genau. Und dann ist einfach da ihr Fuß stecken geblieben. Dein Fuß, gell? Ja. Ja, und dann hat die Mia ganz arg geweint und Domi ist komplett ausgerastet und hat versucht, da den Sitz irgendwie aufzumachen, damit wir ihren Fuß da wieder rauskriegen. Aua. Ja, und dann haben wir zum Glück, nicht lange hat es gedauert, ihren Fuß wieder rausbekommen, aber der war jetzt total gequetscht und hat geblutet. Sag mal dein Auto, aua, zeigen, ne? Ha? Ja? Okay, warte mal. So, jetzt schaut mal mein armes Mädchen an. Ja, es tut mir so leid. Ey, die hat mir gestern, ich habe direkt Tränen in den Augen gehabt. Immer wenn Mia sich so richtig doll wehtut, muss ich auch immer weinen. Jetzt schaut mal. Ja, Mama, zeig nur, ich fasse den Fuß nicht an. Ja, seht ihr das? Das ist halt hier total gequetscht worden. Auf jeden Fall hat da gestern noch ein Sanitäter drüber geguckt, direkt beim Aussteigen. Und sie hat jetzt keinerlei Probleme beim Laufen. Sie springt durch die Wohnung, fährt Roller. Von dem her denke ich, dass alles passt, gell? Ja, jetzt fahren wir gleich Auto. Mama macht noch kurz deine Haare. Und währenddessen erzähle ich euch, was heute so Spannendes passiert. Willst du irgendwas sagen, Maus? So, hier stellen wir jetzt die Kamera auf. Und nebenher zaubere ich aus Mia eine Prinzessin. Bist du bereit, Mia? Für ultimative... Ha? Was? Oh. Sie will immer auf meinem Schoß sitzen, wenn ich ihre Haare mache. So, besser? Ja? Okay. Heute, also wir fahren jetzt gleich zum Autohaus, denn Mamas neue Auto ist da! Ja, und es hat auch einen ganz bestimmten Grund, warum ich mich so krass auf diesen Tag freue. Ich kriege ja nicht die Blicke, komm ich da nicht raus! Mein Gott! Okay, eins, zwei und... Sag's! Drei! Wir haben hier zwei schöne Zöpfe! Okay, so, jetzt müssen wir Team Harrison noch erzählen, warum und wieso ich mich so auf diesen Tag freue. Sollen wir einmal tanzen dafür, weil sich Mama so arg freut? Okay, und... Also es hat einen ganz bestimmten Grund, warum ich mich so auf diesen Tag heute freue. Wo ich dieses Auto bestellt habe, waren wir tatsächlich noch in Amerika. Sprich, das ist jetzt schon über 12 Monate her, also schon länger. Das hat jetzt ewig lang gedauert, weil es ist ein neues Modell. Ihr werdet es ja später gleich sehen. Und das hatte jetzt so viele, so lange Lieferverzögerungen, dass es halt jetzt erst da ist. Ja. Das Auto, was ich dann nach L.A. gefahren habe, das war halt einfach schon ein fertiges Auto, was bei Mercedes gestanden hat. Das habe ich bis jetzt gefahren. Aber dafür freue ich mich jetzt umso mehr. Jetzt mein Auto, meins. Meine Auto. Jetzt abzuholen, genau, weil ich habe das so schön damals konfiguriert,
Ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau daran erinnern, aber ich weiß, dass es einfach so wunderschön ausschauen wird. Ich kann euch übrigens jetzt schon verraten, welche Videos jetzt auf euch warten noch, weil wir feiern ja jetzt mir ihr Geburtstag noch mit der Familie. Da werden wir auf jeden Fall versuchen, noch die Kamera mitzunehmen. Und wir werden die ganze Wohnung dekorieren, damit hier Weihnachtsstimmung ausbricht, und das werden wir auch filmen. Ja, okay, jetzt gehen wir los. Hm? Hallo? So, wir sind gerade im Autohaus angekommen. Da steht schon mein Auto. Geiler Winterkahn. Wow, der ist echt schön, gell? Ja, aber nur Rennstrecke. Aber ich glaube, meiner ist... Der da. Gell? Ja. Ich darf den gleich auspacken. Okay. Dann pack mal aus. Wir ziehen jetzt hier. Warte, komm her, mach mal kurz runter. Fahr das einfach hin. Klar. Mia, zieh mal mit. Zieh, komm. Hier, pack mal. Und jetzt zieh. Zieh. Dauert ein bisschen, hä? Ewig lang. Und? Mein schönes neues Auto. Oh, schau mal, was da drin ist. Schau mal, Maus, was da auf dich wartet. Guck mal, was da drin ist. Ein kleiner Bär. Guck mal. Bär. Willst du den haben? Ja. Sollen wir mal da reingehen? Ja. Okay, aber erstmal bitten wir deinen Schuh zu. Dass du jetzt gleich noch da drüber stolperst. Hey, erstmal, wie groß ist das Auto einfach? Ja. Schau, wie klein ich daneben ausschaue. Ja. Magst du den Bären haben? Ja, daneben ausschaue. So, Mia, du darfst reingehen. Alles so hell. Boah, der schaut schon geil aus von innen. Wow, warte, Maus, warte. Mama gibt dir. Komm her, willst du dich da drüben reinhacken? So, okay, mal darüber. So, da ist der Bär. Oh, Leute, wenn ihr das riechen könntet, was ich gerade rieche. Der Geruch von Neuwagen. Boah. Zeig mal, wie schön sieht der aus. Warte mal. Steht dir. Ja? Ja. Wow. Kannst damit fahren? Ha? Natürlich kann ich damit fahren. Lass mich fragen. Hey, aber jetzt mal ganz ehrlich, schau mal, wie schön das ausschaut mit dem hellen. Das erste Mal, geil, dass wir ein Auto haben, gell, mit ja. Lederausstattung. Ja, wir haben gedacht, wir probieren das mal aus mit dieser hellen Lederausstattung. Und Holz haben wir hier. Wow. Gefällt's dir, Mia? Schau mal, hinten, komm mal mit. Ja. Mia, dir geht's gut, oder? Hä? Ja, schaut mal, wie viel Platz wir jetzt hinten haben. Also wesentlich mehr wie davor. Das heißt, wenn der Kindersitz jetzt drin ist, kann sogar wirklich der Dommy auch weiter nach hinten fahren. Ja. Richtig, richtig großer Kader. Was? Schlafen, die Sitze. Die sind so bequem. Ja. Hier mal die Felgen und die Reifen. Und jetzt mal den Kofferraum. Was? Diese Sitze massieren dich. Was? Ja, Sitze massieren. Haben wir Massagesitze? Ja, klar. Und wir haben die geilste Anlage, die es gibt. Als Party. Und aber Panoramadach, gell? Ja. Boah. Ja, hier muss man auch mal die Einzelheiten hier zeigen, gell? Okay, ich mach hier mal zu. Das ist die Anlage, das ist die Alarmanlage. Das ist die Alarmanlage. Ja, und jetzt zeige ich mal den Kofferraum, weil wir haben jetzt wieder einen größeren Kofferraum, dass wir auch genug Platz haben. Schaut. Ein richtig großes Familienauto. Der Happy Sarah, ich freue mich so. Ey, jetzt, wie lange habe ich da jetzt drauf gewartet? Ein bisschen mehr als ein Jahr. Über ein Jahr. Ja. Aber es hat sich rentiert. Ja, hat sich auf jeden Fall rentiert. Also man hat hier eine richtig geile Anlage drinnen. Das hat er schon gesagt. Darum habe ich mich gekümmert. Und wir haben hier nochmal, wir haben eh schon getönte Scheiben. Und hier nochmal Sonnenschutz. Lalalala. Das sind so Kleinigkeiten, für die hat sich Dommy hier eingesetzt. So, gehen wir jetzt nach Hause, Mia? Fährst du uns nach Hause? Ja? Ja, ist das dein Auto jetzt? Zumachen? Okay. Wir sehen uns dann daheim. Ich steig hinten ein, okay? Ja. Okay.
Hey, ich habe hier einfach so viel Platz. Ja, was? Es gibt hier, du hast sogar so eine Hot Stove-Funktion, dass der Stuhl dich punktuell warm massiert. Und ich habe einen Heiligenschein. Seht ihr das eigentlich gerade? Ich liebe dieses Auto jetzt schon. Aber jetzt, ich schwöre, ich komme darauf nicht klar, wie groß das Auto ist. Das ist einfach riesengroß. Schaut mal, ich sitze hier. Oh. Und wie viel Platz man einfach hat. Ja. Schatz, jetzt können wir noch mehr Babys machen. Ich bin bereit für ein weiteres Baby. Alles klar. Wir haben Platz. Ja? Drei Kindersitze hinten rein. Drei Kindersitze gehen hinten rein. Na dann, weißt du, was auf, was, du, was deine Arbeit ist. Vierfacher Vater, wenn wir noch drei weitere haben. Zwei. So, jetzt hier noch einmal die Perspektive. Einfach schön, das Warten hat sich gelohnt. Wow. Schau mal mir, was der Papa jetzt macht. Transformation. Transformation. Jetzt hast du ein Auto, Mia. Bisschen verbeult, aber G-Klasse. So, jetzt haben wir alle. Jetzt haben wir ein Teddy und ein Auto. Ja, jetzt haben wir alle ein neues Auto. Brumm, brumm. So, jetzt ist er offiziell meiner. Und schaut mal, was Domi mir für einen schönen Autoschlüssel ausgesucht hat. Einen weißen. Und einen Glitzeranhänger. So sieht mein Schlüssel übrigens aus. Ganz viele Anhänger. Ich habe hier einmal hier was mal zugeschickt bekommen von einer Zuschauerin. Den habe ich dran. Dann habe ich hier einen Anhänger, den habe ich von meinen Schwestern bekommen. Das haben die auch. Ja, und dann hat er einen Autoschlüssel, Hausschlüssel, Briefkastenschlüssel und den Anhänger. Genau. So viel ist es gar nicht, Schatz. Sehr handlich und kompakt. Von Dubai nach Deutschland. Vom Sonnenstuhl ins dicke, kuschelige Bett. Zum Schaden. Ich habe mir eine richtig dicke Winterdecke bestellt. Die ist angekommen, jetzt wo wir in Dubai waren, beim Nachbarn. Du hast ja nicht nur eine Winterdecke bestellt, du hast ja auch Bettwäsche bestellt, wo Tannenbäume drauf sind. Das ist für Weihnachten. Und die habe ich jetzt gerade bezogen, weil ich jetzt mit dir schlafen will. Und dich erwartet es die Tage auch noch, wenn ich hier bei Grünland. Die Weihnachtsdekoration hier auspacke. Ich bleib bei Grün. Und Wärmekissen und jetzt noch Fernseher an und dann bin ich ready. Also wenn du morgen nicht mit einem weißen Vollbart aufwachst und einem roten Kittel, dann weiß ich auch nicht. Oh ja, auf jeden Fall wollte ich noch sagen, dass ich sehr glücklich bin mit meinem Auto. Und ihr dürft gerne mal unten in den Kommentaren schreiben, wie euch unser neues großes Auto gefällt. Genau, nur liebe Kommentare, gell? Macht mein Auto nicht schlecht, ich sag's euch. Das hört sich dann doch nicht schlechter. Aber naja. Ich grüße jetzt erstmal jemanden. Ja. Und zwar gehen die heutigen Grüße raus an Christine G. Ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, ganz einfach und mega wichtig, Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. Ja, und dann hoffen wir sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, einen Kommentar und ein Abonnement und dann sehen wir uns die Tage wieder. Bis Merry Christmas und so. Also ja, du tust deine Hand.